Tobi. Nee, ich will. War das jetzt gezählt? Ja, scheinbar schon. Ich will ihm doch sagen, dass ich ihn liebe. Rotunteller. Very happy. Schön. Das ist doch perfekt, um. Es gibt wirklich kein Gewitter mehr. Oh. Außer heute vielleicht. Wie schön. So. Weg mit. Das auch. Und das Kaffee. Guck's dir an. Melone. Melone. Warte, wie viel lang brauchen die, um zu wachsen? Mein Gott, ich hab's vergessen. Ach, guck mal hier. Guck's dir an. Schlagen die ersten Blitze ein. Mist. Ah, ich glaube, wir müssen das direkt verkaufen. Die Blümchen wahrscheinlich auch. Um uns mehr Melonen zu holen. Wir nehmen das jetzt mal alles mit. Alles nehmen wir mit. Ich kann auch die Waffen verkaufen. Ja, ah ne, die Gilde macht erst mittags auf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ist das auch was? 9? Und 18, 17, 18, 19, 20. 20 Stück. Überhaupt so viel kaufen können. Wir werden sehen. Wir werden unser Möglichstes tun. So. Rest, wir nehmen es jetzt einfach mal mit. Ich hab hier, doch, heute ist Dienstag, heute hat er offen. Da kommt wieder eine Batterie. Sollen wir das mitnehmen und die Taschen? Ja, komm, ich will das loswerden. Das will kein Mensch, das. Auch nicht, ne? Brauchen wir nicht. Brauchen wir alles nicht. Nein, 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 nein. Das behalten wir, den Müll. Das ist auch okay. Den behalte ich mal auch noch. Später kann man, glaube ich, Ringe kombinieren und so ein Zeug. Schauen wir mal kurz, ob hier was rumliegt, was uns was bringt. Was wir haben möchten. Guck mal. Das können wir alleines bringen. Wenn wir das denn möchten. Und noch eine Batterie. Ach, das ist so schön. Jetzt kurz Leines suchen. Regnet, wo ist der denn in seinem Zelt? Um die Uhrzeit wahrscheinlich eh noch. Wir gehen kurz zu Leines. Entschuldigen für die Kaffeebohne. Da war das sogar eine goldene, oder? Aber ist okay. Man muss ja nicht alles mögen. Nein, nein. Ich mag ja auch keinen Kaffee. Wobei ich finde, dass Kaffeebohnen echt geil riechen. Ich hätte echt gerne mal so ein Duftsäckchen mit Kaffeebohnen drin. Könnte ich mir auch einfach eins machen. Kann man sich vielleicht sogar bestellen. Aber ich sag das immer nur und dann. Weiß nicht. Na, mein Freund? Ja, hier, guck. Für dich. Das ist ein großartiges Geschenk. Dankeschön. Oh, geht's dir? Mein junger Freund. Ach, schön. Jetzt fragt er nicht mehr, ob wir ihn belästigen wollen. Wir sind jetzt Freunde. Hier, Leines. Mein bester Freund. Ist das nicht schön? Wir sind halt lieb. Ja, das sind wir. Dann werden wir die Axt halt erst später auf. Bei 5000 muss man auch erstmal haben. Eisen haben wir mehr als genug. Wir müssen unbedingt auch noch zur Händlerin. Wir müssen diese Sweet Jamberry, die kostet 1000. Dieser Freitags und Sonntags da, oh Gott, denke ich da noch dran. Oh je. Man vergisst sowas so leicht. Und dann ist schon da. Ruby, ein Rubin? Maru, Maru will be pleased. Wir könnten einen Rubin rumfahren haben. Wir schauen jetzt einfach mal, ob wir nicht einen Rubin haben. Was habe ich gesagt? Ich habe 20 Plätze frei, habe ich, glaube ich, gesagt. Wir gucken jetzt mal, wie viel kriegen wir, wenn wir das 15 verkaufen können wir auf jeden Fall. Das wollten wir eh wegtun. Die hier wollten wir eh verkaufen. Und so. Rest, das können wir ihm auch direkt eigentlich geben. Den hier. Die Blumen will ich behalten. Warte, eine müssen wir, glaube ich, so abgeben. Und goldene brauchen wir auch, richtig? Richtig. Gut. Es ist schon um 10. Wir werden jetzt. Wir müssen uns die Zeit gut einteilen. Also, müssen nicht. Müssen wir. Wir wollen. Auch wir müssen gar nicht gießen. Das ist schön. Wir sparen sich Zeit jetzt beim Melonenpflanzen. Wir müssen nicht gießen, weil es schüttet wie aus Eimern. Das ist hervorragend. Wirklich hervorragend. So. Die Melone packen wir noch weg. Zack. Die Blume auch. Dann will ich
Dünger machen. Ich mache jetzt einfach ganz viel. Wir haben ja noch ewig. Gehen wir runter auf 300. Zack. Weg damit. Ich glaube, ich habe das nicht dabei, was ich brauche. Wir wollen die Ho. Und Sprinkler. Warte, ich habe noch nur 20 geholt. Dann. Naja. Gerade wieder einen Denkfehler gehabt. Naja, okay, aber immerhin war es richtig, Dünger zu holen. Naja. Bin ich auch nicht. Oh doch, die Ho brauche ich ja doch. Ach, den Sprinkler nicht, aber die Ho. Ja, da ist einfach was weggegangen. Ganz unverblümt. Unverschämt. So, und hier war auch noch irgendwo Platz. Hier nicht. Hier. Habe ich mich, glaube ich, schon verzählt. Oder hier? Hier noch. Ich habe mich natürlich nicht verzählt. Verzählen ist für Anfänger. Okay, dann kann ich das aber doch wieder wegtun und wir gehen zur Abenteurergilde. Nein, ich nehme die mit. Diese Grabespots sind auch gefühlt viel zu selten. Beziehungsweise sind sie wahrscheinlich nicht, sondern ich bin blind. Ich achte nicht drauf, wo ich gehe und stehe. Wie viele Batterien das wieder gibt. Ach, ist das reizend. Ganz entzückend. Eine wahre Freude. Was gibt's Schöneres? Ab zur Abenteurergilde. Und bei der Abenteurergilde verkaufen wir die ganzen. Jetzt können wir rein, oder? Ich glaube, das war jetzt. Um 2. Oh, okay. Dann gehen wir auf die Goldebene kurz runter, wieder hoch und kommen dann wieder. 80. Ganz entspannt. Und. Oh, was cooler Block. Mir. Oh, schön hat Gold gedroppt. Wie nett von ihm. Das finde ich wirklich ganz arg reizend. Noch Kissen. Hier war jetzt halt gar kein Gold. Behalten die Uhr im Auge. Ich mache jetzt das Gras noch kaputt. Vielleicht kommt ja nochmal ein Mixzieht raus. Darunter laufe ich nicht. Nein. Gehen wir wieder raus. Und dann nochmal runter. Können wir wahrscheinlich danach noch einmal machen. Dann hier. Zack. Zack. Und zack. Und zack. Kollege, lass mich in Ruhe. Wollte er nicht. Nein, wollte er nicht. Er wollte mich nicht in Ruhe lassen. Verstehe ich gar nicht. Ich bin doch so ein nettes Wesen. Dwarfs Gold, die habe ich alle. Nee, 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 nee. Brauche ich gar nicht. Okay, einmal noch. Einmal hoch und noch einmal runter. Und ab zur Abenteurergilde. Dann verkaufen wir das ganze Zeug, was zu viel ist. Na, zack. Oh, springt mir halt direkt ins Gesicht. Der kleine räudige und Feuerquarz, auch schön. So, Gummuts Gold. Ja, wir haben auch nicht genug Kohle. Das ist richtig Mixzieht, wie schön. Ich weiß, wir haben ja keinen Platz, aber wir haben Sprinkler übrig. Nicht wahr? Ja. Und wir gehen hoch und wir gehen zur Abenteurergilde. Zwei Mixzieht, schön. Vielleicht bringen wir die einfach noch unter. Warum auch nicht? 12 Tage nur noch. Oh, weiß gar nicht, ob alles. Warte mal. Okay, jetzt nicht das Falsche verkaufen. Oh, die Slingshots nimmt er gar nicht. Egal, das hier nimmt er. Void Essence? Nö. Wollte ich. 1009. Wow. Wie schlecht tut's bei dir irgendwas? Komm, pack mal. Okay. Wenn du was zu zeigen hast, wir müssen hier noch ein bisschen was killen. 1000 Schleime. Haben wir noch ein bisschen was zu tun. Aber wollen wir dann, dass wir wenigstens noch einen Sprinkler voll kriegen? Bei Pierre noch was holen kurz? Vielleicht können wir das machen. Wir haben 2. Wir bräuchten nochmal 6, dass wir einen Sprinkler voll kriegen. Hallo. Wow, ein Kupfer. Wow. Ich habe noch nie so ein schönes Kupfer gesehen. Dieses Kupfererz ist so toll. Ich bin entrüstet. Entrüstet. Ganz und gar enttäuscht. Ich bin am Boden zerstört. Tief traurig. Todunglücklich. Leider. Dieses Tal liegt, sieht interessanter aus im Regen. Findest du nicht auch? Regen macht auf jeden Fall Stimmung. Das kann ich, da kann ich zustimmen. Vor allem so ein Gewitter. Gewitter ist was Schönes. Also, klingt jetzt vielleicht ein bisschen falsch, aber
Zwei Sprinkler oder nicht? Das ist eh der letzte Tag, wo ich die pflanzen kann. Oh, ich hoffe, das kommt hin. 12 Tage mit heute? Ist das dann am 28. fertig? Oder ist das jetzt Quatsch, was ich mache? Egal, nochmal 8. Und entweder war das jetzt noch eine gute Anschaffung oder nicht. Und wenn die Melonen nicht mehr gehen, dann könnte man noch Mais machen. Der ist ja im Herbst auch noch da. Oder dann halt Radieschen. Die waren, glaube ich, auch relativ lukrativ. Die sind schnell fertig. Muss man schauen. Ich möchte auch im Herbst nicht alles voller Mais haben. Weil die ganzen Blaubeeren und so, das geht ja alles drauf. Das ist ja nicht so, als wäre auf einmal alles voll damit. So. Kurz mal hier rein. Dann hier rein. 11 Karat behalten. Das auch. Okay, die Alge, die können wir auch essen. Die elendigen Slingshots, die. Ach komm, ich behalte sie. Wer weiß, vielleicht hat man doch mal Lust, sie zu benutzen. So. Melone, die Dwarfsgold, die können wir weg. Es gibt wieder ein Gold. Ne? Kleinvieh macht auch Mist, wenn der Penny nicht ehrt und so. Und da haben wir nochmal Blümchen. Wie schön. So, den Dünger nehmen wir, die Sprinkler nehmen wir mit. Schauen uns nochmal um, ob wir nicht doch was übersehen haben. Ich glaube nicht. Mist. Nein, ich möchte jetzt dann natürlich keine Stelle opfern, weil ich ja das abgezählt habe. Dass das eben reicht. Also, wir das wie folgt. Zack, zack, zack. Die zwei Dünger. Wenn ich mich nicht verzählt habe, machen wir die Mix, zieht es irgendwo nach unten oder näher an die Seite. Falls es ist irgendwas Doofes. Doof in Anführungszeichen. Hier gibt es nochmal einen Vierer. Das gibt. Ich hätte gern wenigstens eine, so eine Riesenmelone. Die sind so cool. Und außerdem sind da voll viel Melonen drin. Alles Melönchen. Hier kommen Blaubeeren überall dazwischen. Es gibt noch eine reiche Ernte. Die sollten auch eigentlich bald soweit sein. So, es gibt irgendwelche Fische, die gibt es nur bei Regen. Aber ich weiß nicht wo. Und eigentlich ist jetzt auch nicht so Bock, dem hinterher zu rennen. Also sage ich. Wir schnappen uns eine Angel und gehen einfach noch ein bisschen an den Strand, an den Ozean. Hier gibt's Batterien. Ach ja, ein bisschen noch entspanntes Angeln im Regen. Stimmungsvoll, nicht wahr? Nicht nur das Tal sieht bei Regen besser. Ach, am Meer, auch Ostsee oder so ist auch ein schönes Ausflugsziel eigentlich. Ah, Harvey, was geht ab? Komm mal kurz her. Harvey, Harvey. Hallo, Juna, hast du irgendwas Interessantes in der Bibliothek gelesen? Ich sehe dich dann, ne? Na schön. Willi, was geht ab? Ein wahrer Angler hat Respekt vor dem Wasser. Vergiss das nicht. Okay. Total. Egal. Nochmal ein Blümchen. Was ist denn nur los? Überall blüht es. Es sind mehr Blumen als alles andere. Ah, das war das, was im Fernsehen war, oder? Im Fernsehen. Dass man jetzt mehr Zeug finden kann am Strand. Uns fehlt aber, glaube ich, noch so eine kleine, irgendwie so eine kleine Muschel für die, na, fürs Community Center. Und uns fehlt noch so eine Nautilus-Shell. War das die? Oh nein, war das die? Ja! Oh mein Gott, das war, da kriegen wir ein Bundle voll, wenn mich nicht alles täuscht. Oh mein Gott. Vielleicht hören wir hier so mit Angeln auf, dass wir noch übers Community Center laufen können. Ja, das klingt doch nach einem guten Plan. Das ist nochmal so ein Ding. Ah, hier. Der Kollege. Aber dafür brauchen wir erst eine Freundin. Der alte Mariner sagt, ich habe dieses alte Amulett zu verkaufen. Aber er hat irgendwas, er sagt mir, dass du noch nicht dafür bereit bist, Mist. Da braucht man erst einen oder eine Angebetete. Dann kann man das holen und das sich damit vermählen. Nee, da sind wir noch nicht so weit. Wir sind noch ein bisschen Junggeselle. So. Wenn wir noch zum Community Center wollen, gehen wir um 11 oder um 12, nee, um 11. Lieber um 11. Es ist sonst ein bisschen knapp. Erst da hochlaufen. Bis dahin. Also gut, der Fischtank ist ja gleich davor, aber trotzdem. Wir wollen ja nichts riskieren. Oder wir wollen nur ein bisschen riskieren. Ein schöner Heilbutt. Haben wir sogar perfekt geschafft. Das freut mich. Haben wir ein bisschen zum Verkaufen. Und mit 5000 Gold.
Gold könnten wir dann die Axt aufwerten hier. Die ist jetzt als Erinnerung im Inventar, wie gesagt. Damit wir dann in Secret Forest, in Secret Woods kommen. Ne, in den geheimen Wald. Damit wir da A, den Woods fangen können. Ein Fisch, der dort im Teich vor sich hin balobert. Schwimmt, balocht. Und wir können dann bei der Händlerin freitags oder sonntags noch den Rare Seed kaufen. Der kostet 1000. Oder vielleicht zwei, aber da müssen wir gucken, wie es Geld langt. Einen brauchen wir auf jeden Fall. Weil da kommt eine Frucht raus. Die Sweet Jamberry heißt die meines Wissens. Und die braucht die ganze Saison, um zu wachsen im Herbst. Und dann kann man sie der Statue in den geheimen Wäldern geben und erhält einen Star-Drop. Ich glaube, das heißt Star-Drop. Wo man dann eben dauerhaft mehr Energie hat. Man guckt dir mal den Health-Balken an und guckt dir mal den Lebensbalken an. Also, ne? Energiebalken soll schon noch ein bisschen größer werden. Sieht jetzt gerade noch ein bisschen traurig aus. Für das Jona-Cola. Was soll denn das? Sind die heute nicht glücklich, die Geister? Hatten wir heute nicht gute Chancen? Unverschämt, unverschämt. Naja, egal. Wir angeln noch ein bisschen vor uns hin, genießen das Meeresrauschen, lauschen dem Regen, dem Plätschern des Regens auf dem Dach von Willis Haus, während Willi der Bar ist und sich einen hinter die Binde kippt. Der alte Seebär. Ja, wir stehen hier, wo er sonst steht und erfüllen unsere heilige Angelpflicht. Oder so ähnlich. Mein Gott, ist aber da heute echt viel Müll da drin. Mit der Joda Cola kann man wenigstens ein bisschen was anfangen, aber. Geht auf jeden Fall besser. Und es gewittert. Ich freue mich so. Die ganzen Batterien werden wir später brauchen. Wenn wir dann die richtig geilen Sprinkler machen wollen. Und es gibt da noch ein, zwei andere Sachen. Da braucht man einfach Batterien. Man braucht einfach Batterien in seinem Leben. Oh, ein Schatz. Genau deswegen haben wir natürlich den Fisch nicht perfekt gemacht. Aber wir wollen ihn schon fast haben und jetzt nicht verlieren. Da geht immer so die Konzentration hoch, wenn man. Oh, eine Super Cucumber, wie schön. Ach, guck an. Und Gold. Nett. Ich habe ein Lost Book gefunden. Einfach in einem. Ja. Ansonsten wäre es vielleicht ein Artefakt geworden. Egal. So, ein halbes Stündchen. Und dann laufen wir zum Community Center, geben diese wunderschöne kleine süße Muschel ab. Haben einen Bundle komplett und kriegen dafür irgendwas ganz Entzückendes. Wahrscheinlich irgendeinen Köder oder sowas. Mal schauen. Oh, ja. Letzter Fisch, würde ich sagen. Ui. Nein, nein, nein. Ich glaube, das ist auch eine Super Cucumber oder so. Erstmal müssen wir die voll genug machen. Ich möchte die nicht verlieren, wenn es eine ist. Oh ja, oh nein. Oh ja, oh nein, oh ja. Oh ja, das ist ein guter letzter Fisch. Und ja, ist noch eine. Großartig. Und eine Geode kann man machen. Super Cucumber gibt, glaube ich, auch schönes Geld beim Verkauf. Schönes Geld. Jedes Geld ist schönes Geld. Ja. War das vorhin auch schon da? Waren wir so blind? Guck mal. Ach, Gunther. Der liebe Gunther. Der freut sich. Ich freue mich, wenn Gunther sich freut. Und Gunther freut sich, wenn wir uns freuen. Weil Gunther so ein lieber Mensch ist. Jetzt haben wir doch noch im Müll gewühlt. Hier ist gefährlich. Und ach, wir haben es getan. Und hier? Oh, da kam gerade jemand gut, dass wir den verfehlt haben. Und weiter geht's. Ach, ist das schön. Bin gespannt, was wir kriegen. Wahrscheinlich wird es ein bisschen enttäuschend sein. Hier ist immer so schönes Licht und warm. Warum stimmt die Geister so? Das war Crabpot. Oh ja, richtig. Wir brauchen nicht mal einen Crabpot dafür aufstellen. Was gibt's Schönes? Dort. Crabpots. Ja, aber die, ich meine, dafür brauchen wir Bait, aber die kann man dann mal aufstellen. Die behalten wir am besten auch in der Tasche einfach als Erinnerung. Weil jetzt machen wir das nicht mehr. Latschen jetzt schnurstracks nach Hause, verkaufen, was verkauft werden soll. Und der Rest kommt in die Kisten. Zum Beispiel auch hier diese Korallen und die Muschel behalten wir, weil da kann man besonderen Dünger draus machen. Nicht für jetzt, für später vielleicht. Weil. Macht eh sehr viel Dünger. Meistens hat man dann eh nur den einfachen Dünger. Oder man hat später so viel Geld. Aber das sehr viel später. Dass man sich den ganzen geilen Dünger einfach vom Pierre kauft. So. Wir möchten aber die hier wegtun. Ach komm, die verkaufen wir auch. Das da, Fische. Das behalten wir. Weg mit dir. Weg.
weg und das kommt zu Gunther. Der freut sich. So, einmal. Ja. Die auch, das gibt auch was für Dünger. Dann hat man hier was. Die Geode. Den Müll. Ist übertrieben. Ich weiß, es ist gemein, das Müll zu nennen. Das ist wundervoll. Hier für Gunther. Es wird auch langsam voll. Die Crabpots, das als Erinnerung. Die Angel. Ach komm, was soll's. Wir haben eigentlich Platz im Inventar. Wir lassen das mal hier. Oder vielleicht lieber so. Gut, 12:30 schon, mein Gott. Aber bei den Hühnern heute? Warte, das machen wir noch schnell. Ist egal, ist egal, ist egal, ist egal. Bin mir nicht sicher. Die schlafen eh schon. Klappen. Wir haben ein großes Ei, wir haben ein großes Ei. Ja, wir haben ein großes Ei. Wie schön. War das nicht ein schöner Tag? Ach, ist das herrlich. Ein großes Ei, das geht auch zum Community Center. Ups, jetzt habe ich ein kleines Ei auf dem Kopf. Kümmern wir uns nächsten Tag drum. Wir haben ihn scheinbar nicht Hallo gesagt, weil da lagen nur Eier drin. Oder haben wir? Ach, was weiß ich. Scooby? Scooby? Okay, was gab es eigentlich morgen für Wetter? Es war sehr in Sunny, aber wir hatten erst ein Gewitter. Wundervoll. Gute Nacht, Scooby. Gute Nacht, Kumpel. Gute Nacht miteinander. Und wieder ein Tag rum und ein bisschen Geld verdient. Schön. Hier die Alge. Draw Scroll, ein Gold, hey. Mit Knete gemacht. Prima.